Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um das Thema Hüftdrehung im Abschwung. Und neben der Hüftdrehung sind nämlich noch zwei andere Bewegungen besonders wichtig, damit man einen wirklich knackigen Ballkontakt im Abschwung hinbekommt. Ich zeige euch wie immer mit einfachen Übungen, unter anderem diesem Tourstick, wie ihr das Ganze einfach erlernen und nachmachen könnt. Wenn ihr es noch nicht getan habt und das Video euch gefallen sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Mein Name ist Karl Filbock, ich bin Golflehrer im Golfclub Hamburg-Holm und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim kommenden Video. Heute geht es also wieder um die Hüftbewegung im Abschwung. Und zwar möchte ich euch heute alle drei Teilbereiche der Hüftbewegung im Abschwung ein bisschen vereinfacht darstellen und demonstrieren, euch natürlich für alle drei Teilbereiche wieder eine Übung mit auf den Weg geben. Und zwar der erste Teilbereich, den es in der Hüftbewegung im Abschwung gibt, ist einmal die seitliche Bewegung, dann das klassische, was man kennt, die Hüftrotation und aber auch die Streckung aus den Beinen, die dazu sorgt, dass die Hüftbewegung im Abschwung, also aus einer seitlichen Bewegung, aus einer Rotation und aus einer Streckung zusammengesetzt wird. Und das Erste, was ich euch einmal vorstellen möchte, oder den ersten Drill, den ich euch da vorstellen möchte, um die seitliche Bewegung ein bisschen zu verdeutlichen, dazu müsst ihr euch einen Alignment-Stick, so einen Tour-Stick, durch die Hosenlaschen fädeln, sodass ihr jetzt so ganz normal euch an den Ball stellt. Und das Erste, was wichtig ist zu Beginn des Abschwungs, wie sich die Hüfte bewegen sollte, ist, dass sich die Hüfte ein kleines bisschen lateral Richtung Ziel bewegt. Ja? Also seitlich Richtung Ziel bewegt. Das hilft, dass wir einen negativen Eintreffwinkel beim Eisen kriegen, also erst Ballboden treffen. Und das hilft uns vor allen Dingen auch mit der Schwungbahn, denn wenn wir es schaffen, dass wir uns seitlich am Anfang bewegen, wird es mir helfen, Platz für meine Arme und Hände zu geben und dass mein Schläger ein bisschen mehr hinten herunterfallen kann, sodass ich es einfacher habe, von innen an den Ball zu kommen. Bei dieser seitlichen Bewegung gibt es jetzt eine Sache, worauf wir achten müssen, und zwar wollen wir achten wir darauf, dass im Aufschwung jetzt der vordere Teil des Toursticks ein bisschen tiefer ist als der hintere Teil des Toursticks. Das heißt, ich hole aus, der vordere Teil des Toursticks ist ein bisschen niedriger, der rechte Teil ist ein bisschen höher. Und was ich jetzt machen möchte in dieser ersten Phase im Abschwung, möchte ich zwar Richtung Ziel shiften, also mich seitlich nach vorne bewegen, aber am ersten Part soll jetzt dieser linke Tourstick hier ein bisschen niedriger bleiben als der rechte. Denn nur so können wir sicherstellen, dass wir eine gute Kompression auf den Golfball bekommen und nicht uns unseren Eintreffwinkel gleich wieder versauen, auf gut Deutsch gesagt. Denn was ich ganz häufig sehe, ist, wenn wir an die seitliche Bewegung im Abschwung denken, dann passiert immer genau das hier. Das heißt, die linke Hüftseite geht ganz schnell deutlich höher als die rechte Hüftseite. Und ihr seht es vielleicht schon, dass mein Oberkörper dadurch eher ein bisschen nach rechts kippt und ich eher fette Treffer bekomme oder wenn ich anfange zu löffeln, eventuell auch fette und dünne Treffer im Wechsel. Das heißt, die erste Sache, die ihr euch anschauen solltet, ist, dass der erste Teil im Abschwung so beginnt, dass die linke Seite des Toursticks ein bisschen tiefer bleibt als die rechte Seite und wir vielleicht ein bisschen mehr Druck im linken Fußballen spüren. Das heißt, das ist Nummer 1. Wir wollen als erstes die seitliche Bewegung. Danach wollen wir ein bisschen über die Hüftdrehung sprechen. Dazu nehmen wir uns einen zweiten Tourstick, den ich hier schon mal präpariert habe. Und diesen zweiten Tourstick stellen wir jetzt mal hinter uns, stecken den hier in die Erde rein. Wenn wir das getan haben, dann stellen wir uns wieder an den Ball. Ich schiebe jetzt hier mal meinen Tourstick in den Hosenlaschen ein bisschen weiter nach links rüber, sodass die rechte Seite ein bisschen kürzer ist. Was wir jetzt schaffen wollen, wenn wir diesen ersten Part geschafft haben, also dieses fast ein bisschen rüber surfen nach links geschafft haben, wollen wir natürlich unsere Hüfte
aus dem Weg räumen. Und damit wir da auch wieder eine Hilfe bekommen, was diese Hüftdrehung jetzt angeht, im zweiten Part, habe ich hier den zweiten Tourstick aufgestellt und ich möchte jetzt mal mit meinem Tourstick hier in der Hüfte, ein Geräusch erzeugen, dass ich den Tourstick, den ich hier im Boden gesteckt habe, treffe. Ja? Denn neben dieser seitlichen Bewegung ist es natürlich auch wichtig, dass wir unsere Hüfte drehen, um es jetzt zu schaffen, dass wir die Hände vor den Ball bekommen und eher ein relativ stabiles Release hinbekommen können. Dazu ist es wichtig, dass wir im Abschwung, bevor wir den Ball schlagen, hier diesen Tourstick treffen und dieses Geräusch auch wahrnehmen. Ich kann das Ganze mal probieren, ob mir das gelingt. Das heißt, ich hole aus, will jetzt den Ball schlagen und ich möchte diesen Tourstick hier hinten gleich treffen, bevor mein Schlägerkopf an den Ball gekommen ist. Wenn wir uns das Ganze in der Zeitlupe anschauen und wenn ich auch auf mein Geräusch höre, dann ist es eher so, dass ich mich noch nicht so gut aus dem Weg gedreht habe. Das wäre aber Part Nummer 2. Worauf wir jetzt achten müssen ist, wenn wir an diese Hüftdrehung denken, dass wir nicht einfach die Hüfte und den Oberkörper mitdrehen, weil jetzt hören wir zwar dieses Geräusch von dem Tourstick, aber ganz häufig ist es so, wenn man nur an Hüftdrehungen denkt, dann kommen eben die Hände auch nach vorne, weil sich der Oberkörper auch gleichzeitig zur Hüftdrehung ein bisschen öffnet. Das heißt, das Gefühl, was ihr da immer bekommen dürft, ist, dass die Hüfte zwar eher ein bisschen sich dreht, aber das Gefühl, als ob der Oberkörper nicht gleichzeitig sich mitdreht. Um eben es zu schaffen, dass die Hände eher sich ein bisschen im Abschwung nach unten und hinten bewegen. Aber wir haben jetzt also die seitliche Bewegung auserkoren, wir haben die Drehung auserkoren und um jetzt aber genügend Power auf den Ball zu bekommen, brauchen wir auch noch eine Streckbewegung. Denn wenn wir jetzt gute Spieler im Treffmoment ansehen, dann ist es so, dass die Gürtelschnalle durch den Treffmoment hindurch, wenn wir einmal im Setup die Gürtelschnalle markieren, dann ist es nicht so, dass gute Spieler im Treffmoment genau auf der gleichen Höhe sind, sondern sich durch den Treffmoment hindurch ein wenig strecken. Ja, ich male nochmal hier diese Linie hin, hole jetzt aus und im Treffmoment, ich habe mich seitlich bewegt, ich habe mich aus dem Weg rotiert, haben wir jetzt eher eine Streckbewegung der Beine, was meine Hüfte auch ein kleines bisschen nach oben bringen wird. Und jetzt habe ich nicht nur eine seitliche Kraft, eine laterale Kraft, eine Drehkraft, sondern auch noch eine Streckkraft. Und wie können wir das jetzt üben? Dazu nehme ich mal meinen Tourstick in die Hand. Nimm den Tourstick wie einen Golfschläger und leg jetzt mal ein gutes Stück rechts von mir, versuche ich jetzt den Tourstick mal in die Erde zu drücken und versuche jetzt den Tourstick ein bisschen auf Spannung zu bringen. Und ich bringe ihn ein bisschen auf Spannung, nicht indem ich einfach nur meine Handgelenke benutze, sondern indem ich ein bisschen in die Knie gehe. Und jetzt habe ich mal das Gefühl, den Tourstick über die Erde ein bisschen zu ziehen. Und jetzt habe ich das Gefühl, hier oben ist eine Glocke oder eine Wand und ich möchte gegen diese Wand, gegen diese Glocke schlagen. Und zwar, ich gehe ein bisschen in die Knie, ich bringe Spannung auf diesen Tourstick, schleife ihn über den Boden und versuche jetzt explosiv hier oben gegenzuschlagen. Ich probiere das Ganze einmal leicht in die Knie und da oben gegenzukommen. Ich mache das Ganze nochmal. Spannung auf den Tourstick bringen, leicht in die Knie und ich strecke mich explosiv nach oben. Diese drei Dinge wollen wir jetzt mal im Golfschwung ausprobieren. Ich fasse das Ganze noch einmal kurz zusammen. Das heißt, wir holen aus, wir schauen, dass die linke Hüftseite ein bisschen niedriger ist als die rechte Hüftseite, bewegen uns seitlich nach vorne, achten aber darauf, dass die linke Hüftseite niedriger bleibt. Jetzt drehe ich mich aus dem Weg und jetzt versuche ich mich durch den Ball hindurch zu strecken. Das Ganze probiere ich mal mit dem Ball.
und versuche wirklich Dampf auf den Ball zu bekommen. Der war ein bisschen dünn getroffen. Bei mir ist es immer so, dass meine seitliche Bewegung zu schnell ist, also meine linke Hüftseite zu hoch ist. Das heißt, ich muss ein bisschen mehr dran denken, runter und aus dem Weg. Ich probiere das Ganze nochmal. Der war jetzt ein bisschen satter getroffen, ein bisschen besser getroffen. Das ist mir besser gelungen, meine Hüfte aus dem Weg zu bekommen. Schaut also, dass ihr diese drei Dinge im Abschwung macht. Das heißt, erst leicht seitlich bewegen, dabei achten, die linke Hüftseite ist tiefer. Wir drehen uns aus dem Weg. Mein Stick hier vorne soll meinen Stick hier hinten treffen. Und dann soll sich die Gürtelschnalle durch das Strecken der Beine nach oben bewegen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Bis bald.